Hallo und willkommen zurück bei Castellator. Da steht die Spiel gespeichert. Ja, schön, danke. Wir machen weiter mit Star Trek Elite Force 2. Ja. Du hast mir ein schlechtes Gewissen gemacht. Ich sollte dich eigentlich töten. Ja, wir machen weiter. Und Spiel gespeichert stand jetzt eigentlich nur, weil. Nachdem ich das gespeichert habe und das Menü geschlossen habe, drücke ich eigentlich sofort auf wieder aufnehmen. Deswegen Reste. Ich habe jetzt immer noch kein Geheimnis gefunden, oder? Oh, schlechtes Gewissen. Ich habe bis jetzt noch nichts gefunden, das ist doch nicht wahr, ne? Die sind aber ziemlich gut versteckt, muss man schon sagen. Moment, strukturelle Integrität. Mal durch. Hübsche Aussicht. Kann das sein, dass sich Sachen in den Wänden befinden hier irgendwo? Kann das sein? Diese Frage gehe ich mal noch eben kurz nach. Sind die Kisten sprengbar? Ich hab jetzt noch nicht das gefunden, was ich denke. Das Super Mario Secret. Ich habe jetzt wirklich das Super Mario Secret gefunden, wonach ich gesucht habe mal. Wow, ich hab's wirklich gefunden. Wow, Leute, ich habe das Super Mario Secret gefunden. Als Kind habe ich das nie gefunden. Nie. Wie geil. Nein! Nochmal. Hä? Es hat sich aber meine Steuerung geändert, super, nur weil ich mich gedreht habe. Nicht nett. Dann laufen wir eben so. Scheiße. Ah, oh, wie geil. Das Super Mario Secret. Bin doof. Ja, aber wie geil ist das denn, das Super Mario Secret? Haben wir gefunden, ey. Schwerkraft ist hier scheiße. Im Ernst? Die physikalischen Gesetze hier sind ja sowas von schlecht gemacht. Aber für ein Secret kann man nicht meckern. Was ziemlich cool ist. So, weiter. Oh ja. Er springt sogar ein bisschen zu weit. Ach, wieder rein. Ja, nice. 6 von 6. Nice. Da safen wir. Super Mario Secret, wie geil. Wie geil. Jetzt bin ich glücklich. Ich hoffe, ich nehme auf. Ja, das tust du. Oh, wie geil. Ich habe es nie gefunden gehabt als Kind. Und als Kind habe ich das Spiel. Weiß ich nicht mehr, ob durchgespielt oder nicht. Bin mir nicht mehr sicher. Zu verblasste Erinnerung.
Geil, ey. Damit kann ich leben. Das Secret gefunden, ich bin glücklich. Jetzt bin ich doch ein bisschen froh über diesen U-Mod. So ein bisschen. War das 6, ne? Ja. Ah, oh gut, hier gibt's nichts. Boah, seid ihr schnell. Jetzt bin ich doch drüber einen selbstaufladenden Phaser. Tot? Du bist tot. Wow, die hättest du nicht retten können. Never ever. Die hätte ich nie retten können, nö. Hätte ich das machen sollen, das Vieh war so schnell. Warte, Gegner. Die innere Wand durchbrochen. Was ist los? Wir haben einen der Eindringlinge gefangen. Er ist in der Rettungskapsel. Werfen Sie die Rettungskapsel ab. Die Steuerung hier unten funktioniert nicht. Es gibt einen Freigabeschalter im zweiten Stock. Er befindet sich im Hauptkontrollraum über der Kapsel. Können Sie nicht einfach dorthin gehen? Der Lift zum Hauptkontrollraum funktioniert nicht. Ich versuche, die Energie umzuleiten, aber vielleicht funktioniert er dann immer noch nicht. Aktivieren Sie den Lift. Ich gehe nach oben und aktiviere den Schalter. Okay, wie gehe ich denn da nach oben? Aktivierst du jetzt mal den Lift! Wo gehen Sie hin? Wir brauchen Hilfe! Gehen Sie in den Hauptkontrollraum und starten Sie die Kapsel! Wow, das ist so wenig Zeit wie möglich, ne? Rettungskapsel gestartet. Tschüss! Wow, das war jetzt echt wenig Zeit. Oh, Munition. Gib mir Munition. Nee, hier ist keine Munition. Im Ernst, Leute, ich brauch ein bisschen Waffenenergie. Vielen Dank. Können wir Ihnen etwas Energie für Ihre Waffe anbieten? Ja. Mach auf, mach auf, mach auf. Ich bin noch ein Plasma. Ah, okay, ich verstehe. Du bleibst Säule, oder? Eine komplette Ladung. Und anscheinend noch eine zweite. Okay. Danke. Seltsames Volk, aber cool. Ja.
Ich habe mich selbst mitgegrillt. Wie geil. Jetzt bin ich doch neugierig. Was ist da oben? Was ist da oben? Jetzt bin ich neugierig. Nehmen wir dann. Ist das für eine ganze Ladung? Ja, nicht wirklich, aber ein bisschen. Oder? Na, ja, geht. Was haltet ihr eigentlich von Ghostbusters? Mal immer ernst gefragt, liebe Leute. Was haltet ihr von Ghostbusters? Ich habe letztens den ersten Ghostbusters-Film gesehen und dachte mir, immer noch geil. Dann habe ich mich wieder daran erinnert, so oh Gott. Von wegen in meinem Spieleregal. Da habe ich ja die Retail-Fassung von dem originalen Spiel damals Ghostbusters. Wann kam das raus? Ich glaube 2009 oder so? Ja, ich habe es auch da mal installiert, ein bisschen angezockt. Also, es funktioniert immer noch tadellos. Und da kam mir so die Idee. Haben wir mal Bock auf Ghostbusters, so Videogame? Haben wir mal Bock? Hammer hat Bock drauf? Ich hätte da schon Bock drauf. Diese Eindringlinge haben unser Verteidigungsgitter deaktiviert. Wir müssen es wieder zum Laufen bringen. Monroe an Enterprise. Ihr Bericht, Lieutenant. Die Kommandomitglieder sind in Sicherheit. Kein Zeichen der Dallas Crew. Sie kommen. Wir werden angegriffen. Lieutenant, beschützen Sie um jeden Preis die Kommandomitglieder. Ja, Sir. Alle eng zusammenbleiben. Ich gebe Deckung. Ja, also ich hätte schon Bock auf Ghostbusters. Zumal ich so echt nie gespielt habe. Außer dieses Antesten. Also ich hätte schon hammerhart Bock drauf. Oh, ficken Hölle, die machen uns fertig. Jo. Die machen uns fertig. Was ist das Ding? Oh, ich habe uns alle getötet. War ein Versuch wert. Was sind denn die Ghostbusters? Ich habe schon hammerhart Bock drauf. Da kommt her. Wir haben
Weg mit der schönsten Aussicht genommen. Schießt! Wie straight die mich ignorieren, ne? Ey, ihr seid so gut, ey. Bitte übermitteln Sie Ihrem Captain unseren Dank. Viele künftige Generationen werden Sie verehren. Danke, aber ich hätte lieber einige Antworten. Haben Sie diese Eindringlinge jemals zuvor gesehen? Niemals. Wer sind Ihre Feinde? Wir haben keine Feinde. Wir haben laufend Probleme mit atraxianischen Schmugglern und mit Separatisten der Idril, sowie gelegentlich mit kardassianischen Schiffen auf Beutezug. Idril? Eine rückständige Rasse. Wir unterstützen sie seit Jahrhunderten. Wir haben den Idril zur geschriebenen Sprache und zum Warp-Antrieb verholfen. Aber die Separatisten sind nicht dankbar. Sie behaupten, dass viele atrexianische Systeme einst den Idril gehörten. Sie verbreiten eine trügerische Geschichte und behaupten, eine ältere Rasse zu sein als wir. Das sollte einfach zu widerlegen sein. Ist es auch. Doch Aberglauben ist hartnäckig. Zum Glück glauben die meisten Idril den Separatisten nicht. Wir verschwenden unsere Zeit. Diese Wesen sind keine Idril. Sie müssen eine interstellare Invasionstruppe sein, wie die Borg. Egal was sie sind, wir können sie nicht von dieser Station vertreiben, bis das Verteidigungsgitter wieder online ist. Unsere Sicherheitsgeneratoren sind zerstört. Haben Sie keine Hilfsgeneratoren? Doch, im Hauptenergiekern, im Herzen der Station. Wenn wir die Hilfsgeneratoren manuell mit dem Verteidigungsgitter verbinden, können wir alle Eindringlinge auf der Station eliminieren. Nur unsere Chefingenieurin könnte das tun, aber ich weiß nicht, wo sie ist. Ich weiß es aber. Sie sitzt in einem Büro in der Nähe des Hauptenergiekerns fest. Ich bin unterwegs. Herr Satim, bleiben Sie hier und beschützen Sie die Atrexianer. Ja, Sir. Unfreundlich, die Alte ist, ne? Unfreundlich. Fenrich Gonzalez, USS Dallas. Lieutenant Monroe, USS Enterprise. Wir kommen gerade von der Dallas. Hat sie es geschafft? Wir waren zu spät. Diese Kreaturen haben das Schiff zerlegt. Verdammt. Wo ist die restliche Dallas-Crew? Im unteren Habitatring. Daran haben auch diese Dinger zu knacken. Hier sind ihre Koordinaten. Was tun sie hier draußen? Versorgungsgüter suchen. Wir wussten nicht, wie lange wir dort bleiben müssten. Monroe an Tuvok. Ich übermittle die Koordinaten der Dallas-Crew. Wir beamen sie jetzt zu uns. Sind Sie bereit für den Transport? Damit Sie den ganzen Spaß allein haben? Ich bleibe. Okay, finden wir einen atrexianischen Ingenieur und aktivieren dieses Verteidigungsgitter wieder. Nicht schon wieder eine Beleitung. Ich habe nicht mal volle Waffenenergie. Hättet mir wenigstens Waffenenergie geben können, ihr Schweine. Hier geht's nicht weiter. Da geht's weiter. Willst du was zu finden? Ein Versteck nur. Okay. Jetzt könnt ihr auch noch rollen, ich werd nicht mehr.
Geben Sie mir Deckung! Auch dieses Phasergewehr, gib mir das. Habe ich das nicht? Chefingenieure, ich bin eingeschlossen. So Ledin wie Chinesin. Du Ledin, wunderbar wie Chinesin. Im Ernst, sie redet wirklich wie eine Chinesin. Könnte klappen. Oder nicht. Oder doch. Und drei. Hopp. Haben wir wenigstens ein bisschen Ladung hierfür. Ja komm, benutz. Benutz. Ach du Scheiße. Wenn ich dich so durchleite... Den nicht verbinde, meine Fresse, ne? Könnte das so gehen, ja? Sicherheit geht vor. Es fehlt hier aber die Verbindung, oder? Nein, da oben ist ja eine, stimmt. Zack! Und einmal fett auf 3 drücken. Ja, jetzt ist schon mal unsere Zeit gedummt. Befleien wir erstmal die Chinesen. Geht's da durch? Nein. Das sind strukturelle Integritätsstörungen. Ja, das waren. Willst ja nicht rüberspringen, aber du musst. Komm ich denn hier wieder rüber? Oh, hier ist nichts. Gut. Zip. Gibidup, chip, chip. Na. Na, oh, dieses. Ah. Alter, ich spring da gleich so runter, ey. Chili ist offen. Wenn Sie zum Hauptenergiekern gelangen. Können Sie das Verteidigungsgitter wieder aktivieren? Ja, aber ich brauche jemanden, der den Energiefluss von hier aus reguliert. Ich übernehme das. Gut. Jetzt redet sie normal, ne? Während ich Wortschaft zum Kern bringe. Der Hauptenergiekern ist unter uns. Wir müssen die Lift nach unten nehmen. Los, ich gebe Ihnen Deckung, während Sie die Energie umleiten. Ja, klingt die wie noch seltsamer. Ich weiß nicht, was uns erwarten wird, aber hoffen wir das Beste. Haben wir das noch diese Folge geschafft? Bin sogar bereit für Verlängerung. Ein bisschen. Knallt gut, das Ding. Fällt mir. Lady. Lady. Hallo? Wollen Sie nicht kommen? Lady, komm. Komm. Leck mich doch. Ich glaube, ohne dich komme ich aber hier nicht weiter, ne? Lässt sich nicht drücken. Lady! Dein Ernst? Du hängst... Es hängt sie fest, ne? Und jetzt rennt sie los. Oh.
hasse KI-gesteuerte Begleiter. Die sind so... Ich laufe zu den Generatoren. Alle drei müssen eingeschaltet werden, sonst brennt das Verteidigungsgitter aus. Gut. Ich hab keine Munition. Ey, ist ja gut, das jetzt hinzukriegen. Haben wir es jetzt? Gonzales, die Energie. Energie eingeschaltet. Sheriff, aktivieren Sie die Waffensysteme. Energie ist jetzt wieder da, Monroe. Das Gitter hat die restlichen Eindringlinge neutralisiert. Die atrexianische Raumstation ist in Sicherheit. Ich schicke ein Außenteam zum Aufräumen. Gut gemacht, Lieutenant. Danke, Sir. Einer zum Beamen. Da hat sich die Verlängerung mal ein bisschen gelohnt. War mir klar, dass es jetzt schon Ende ist. Wir haben es geschafft. Nie wieder auf diese Station. Ich gehe da nie wieder rein. Lieutenant Monroe, bitte kommen Sie zur Krankenstation. Okay, einmal durchchecken, oder was? Wo immer die Krankenstation ist. Da hier alles gleich aussieht. Jeder Raum. Jede Tür. Jeder Flur. Ah. Was machen wir noch? Dann beenden wir. Dank dem Hazard-Team konnten wir viele Körper der Fremden bergen. Der Doktor hat ihre biologische Zusammensetzung studiert. Doktor, wie kann ein komplett organisches Wesen ein persönliches Antriebssystem haben? Das ist genetische Manipulation in bisher unbekanntem Ausmaß. Der Rückenpanzer ist versiegelt und schützt vor dem Raumvakuum. Die persönlichen Impulsantriebe generieren genug Hitze für ihre Muskel- und Organsysteme. Wie steht es um die Intelligenz? Schwer zu sagen. Sie haben größere Bereiche von Nervengewebe im exoskeletalen Schädel. Aber diese sind nicht in Strukturen geordnet, die wir als höher entwickeltes Gehirn bezeichnen würden. Faszinierend. Lieutenant, konnten Sie in Ihrem Verhalten auf Intelligenz Rückschlüsse ziehen? Schwer zu sagen, Sir. Sie konnten in Gruppen agieren und angreifen, aber sie schienen nicht miteinander zu kommunizieren oder geplant vorzugehen. Zum Großteil waren sie durch ihren Instinkt gesteuert. Das spreche gegen eine selbststeuernde Intelligenz. Ich fand auch das hier, ein nicht-organisches Gerät in einem kleineren Nervengewebe unterhalb der Schädelregion. Welche Funktion hat es? Unbekannt. Die Technologie ist zu fremdartig für eine einfache Analyse. Wir arbeiten momentan daran. Lieutenant, erforschen Sie das atrexianische Volk. Wir müssen wissen, wer Ihre Feinde sind. Ja, Sir. Ich möchte, dass Sie neue Taktiken zur Bekämpfung dieser Kreaturen entwickeln. Ja, Sir. Obwohl unser taktischer Bereich ohne Franklin geschwächt ist. Das ist ein schwerer Verlust. Ich werde mich mit Tuvok über einen entsprechenden Ersatz beraten. Ich würde Fenrich Murphy und Gonzales empfehlen.
Sie sind beide vorübergehend auf der Enterprise. In Ordnung. Ich teile Sie beide für das Hazard-Team ein. Danke, Sir. Lieutenant, das war professionell. Ein guter Mann ist gestorben. Aber dank Ihres schnellen Handelns leben viele. Danke, Sir. Das ist jetzt. Na gut. So, und dann beenden wir die heutige Folge. Wird Zeit für mein Rückentraining. Vielen Dank fürs Zusehen. Danke, dass ihr dabei wart. Hab euch lieb. Bis dann. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.